Guten Morgen, ja, jetzt stehe ich auch hier am Main-Zusammenfluss von Weißen und Roten Main. Ja, war natürlich eine erholsame Nacht, aber tat echt gut nach der Anstrengung. Wunderbar. Ja, hier ist also der Zusammenfluss, hier fließt jetzt der Main ab, den ich jetzt weiter folgen möchte heute. Ja, Kulmbach war echt eine super Stadt, sehr schön anzuschauen, aber ich bin auch wieder froh, fahrradtechnisch da wieder draußen zu sein und hier in der Natur zu fahren. So. Ich muss sagen, heute ist alles wieder Chico natürlich, Wäsche ist alles wieder gemacht, alles wieder sauber. Ja, also kann es nächsten Tage ruhig weitergehen und das Wetter, oh Leute, das Wetter, das soll wieder Hochsommer kommen. Ich freue mich, dass das Wetter so passt. Ja, dann werde ich den heute folgen, ja, ungefähr 100 Kilometer bis Stein am Main ungefähr. Das ist ein Campingplatz, den ziele ich jetzt so an. Ja, den wird es bestimmt schöne Bilder geben. Und apropos Roter Main, das geht ja auch durch Bayreuth. Da gibt es ja auch ein paar Radlerkollegen, Linde und Carsten Sürich, die möchte ich grüßen. Ja, wir haben untereinander geschrieben, ob ich nicht vorbeikomme. Aber garantiert werde ich da nochmal vorbeikommen und nochmal durchradeln. Bayreuth ist bestimmt auch wunderschön. Gibt ja auch noch andere Radwege hier, die man mal folgen kann. Also da komme ich bestimmt nochmal zurück. Also Grüße gehen raus und Leute, schaut euch diesen Kanal auch nochmal an. Es lohnt sich. Also, ich hoffe, es wird wieder schöne Bilder geben. Ich schätze es mal auf jeden Fall. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei dem kommenden Video. Die ersten Kilometer sind gemacht. Ich roll jetzt hier durch Wilmersreuth. Ja, so einige Höhenmeter werden wir doch noch erwarten heute laut Komoot. Aber ich glaube, da sind keine Wurzelschäden im Radweg gemeint mit. Kunststadt. Da bin ich jetzt durch. Ja, da gibt es super Einkaufsmöglichkeiten. Da habe ich natürlich jetzt was fürs zweite Frühstück eingekauft. Boah, es ist 10:30. Bald mal Zeit fürs Frühstück. Ja, bis hierhin war es Topf eben. Jetzt war die erste Steigung hier hoch heute. Ja, bis jetzt noch alles easy. Ja, und dann, ja, ich muss sagen, hier sind auch wieder viel, viel mehr Radler mit Gepäck unterwegs als an der Naab. Ja, es macht einfach Spaß und das Wetter wird top. Schon sommerlich. Ach, es ist richtig warm.
Und Spaß ist ja wohl keine Frage. Das macht es unheimlich. Jetzt habe ich ein Pausenplätzchen gefunden, eine Bank. Ja, waren zwar ein paar Bänke zwischendurch, aber ging auch gerade wieder weg mal von meinem, ein bisschen überweg durch den Wald, aber war alles gut. Aber da wollte ich nicht sitzen. Ich wollte jetzt hier irgendwo im Tal, wo man eine schöne Sicht hat, natürlich, um auch ein schönes Bild zu geben. Ist ja wohl, sieht ja wohl klasse aus, das ist Schürbitz dort. Ja, ich ging jetzt hoch und was mir jetzt irgendwie immer noch auffällt, also die Schwerensteigung, die habe ich nicht. Aber wenn diese Schilder kommen, 10, 12, 13, 14, 15 Prozent, ja, die sind doch meistens immer von der Gegenrichtung. Also ich hatte die als Gefälle. Ja, ist eigentlich ganz klasse. Also im großen Teil sind die ein wenig, ja, in meiner Gegenrichtung. Ich fahre immer die nur ab und finde nur leicht hoch. Das passt irgendwie. Und was ich jetzt gerade sehe, hier sind ganz viele kleine Fliegen. Alles voll, aber ich hoffe, die nerven mich jetzt nicht. Ich will das erstmal hier genießen, aber es ist jetzt schon sommerlich warm. Wahnsinn. Tolles Wetter und die Wetteraussichten echt für die nächsten Tage. Die nächsten 4, 5, 6 Tage ist voll auf Sommer. Sonnenschein pur. Es ist so toll, dass ich diesmal so viel Glück gehabt habe mit dem Wetter. Also, es geht weiter, denn wenn ich hier aufgegessen habe und mein knurrenden Magen, ich muss sagen, ich habe jetzt ordentlich Hunger, gestillt habe, ja, dann kriegt das nächste jetzt Lichtenfels, denn die nächste Station hier nach. In Bad Lichtenfels bin ich jetzt, ja, 44 Kilometer habe ich schon geschafft. Läuft wieder super. Aber hier ist auch schön anzusehen hier. Echt wieder ein tolles kleines Altstädtchen. Als nächstes kommt Bad Staffelstein. Es ist auch schon gar nicht mehr so weit. Ja, es läuft. Es kommt jetzt Ort an Ort. Ja, die Strecke war auch bis jetzt eigentlich ganz in Ordnung. Also nichts zu meckern zurzeit. Ich bin jetzt hinter Lichtenfels. Ja, man kann da gucken, das Kloster Banz, ja, das sieht doch schön aus, sehr thront ist das auch schön da oben. Ja, ich muss jetzt zugeben, ich habe ein kleines bisschen abgekürzt, das sollte schon wieder so weit weggehen vom Main.
Ja, und dann bin ich ja da längs gefahren, wo ich dann auch was zum Mittag holen kann. Ja, habe ich schon mit. Mittag ist schon gesichert. Ja, naja, 12:30. Vielleicht fahre ich noch ein bisschen und dann gibt es was zu essen hinter Staffelstein wahrscheinlich. Ja, aber sehr schöner Blick hier. Vom Bad Staffelstein hat man jetzt nicht viel gesehen. Man hat es nur tangiert. Ja, aber bestimmt auch wieder schöne Innenstadt. Aber da fährt man ja nicht extra durch, wenn man mit einem Rad unterwegs ist. Ja, aber hier hinter sieht es ja auch wieder toll aus. Ich fahre und fahre und fahre und merke gar nicht, wie die Kilometer hier runtergehen. Jetzt habe ich bald nur noch 40 Kilometer bis ins Ziel. Ein bisschen mehr wie 20 bis Bamberg. Und jetzt muss ich noch langsam mal ein Plätzchen suchen für mein Mittag, das ich mit habe. Das habe ich fast vergessen. Aber hier gerade nicht. Ich hoffe, es ist auch mal eine Bank frei. Die paar, die jetzt schon waren, waren auch jedes Mal besetzt. Jetzt habe ich hier mal an so einem Kiessee, altes Baggerloch am Main hier angehalten. Da ist keine Bank hier, aber man kann sich hier hinsetzen. Hier werde ich jetzt mein Sandwich genießen. Ja, ich war bei einer bekannten Firma, aber naja, dazu sage ich jetzt nicht mehr. Ich bin ja nur zufällig vorbeigefahren. Deswegen habe ich das genutzt und jetzt werde ich es schön genießen hier. Es ist jetzt schon 25 Grad warm. Naja, was heißt schon, es ist 14 Uhr. Leichte, kühle Brise über diesen See. Ah, das tut richtig gut. Ja, aber jetzt werde ich erstmal meinen Mittag hier genießen. Und dann ist ja auch schon bald Bamberg erreicht.
Jetzt bin ich erstmal wieder satt. Es kann weitergehen. Ja, die Jalapenos da drauf waren ganz schön scharf. Aber mit ordentlich trinken geht das jetzt wieder. Brauchte ich ja eh zu ordentlich Flüssigkeit jetzt. Das ist nämlich über 5, jetzt gerade so 25 Grad. Das ist jetzt über meinen Wohlfühlfaktor rüber. Als Nordlicht kann man Wärme, Hitze nicht so ab. Ich roll jetzt unaufhaltsam auf Bamberg zu. Ja, ab Bamberg ist der Main ja auch schiffbar, weil es ist leider vorbei mit diesem natürlichen Lauf des Mains. Ab dann ist es ja nur noch ein Kanal. Schade, aber das muss man ja nehmen, wie es ist. Dafür wird es vielleicht ja noch flacher. Bis jetzt ging es immer nur leicht. Ja, immer hoch und runter. Die meisten Hügel sind ja auf dem Weg. Aber naja, mal sehen, was Bamberg bald gleich bringt. Hier stehe ich jetzt am Main-Donau-Kanal, den habe ich gerade überquert. Da vorne ist gleich der Main, ab jetzt ist die Flussidylle ein bisschen vorbei. Ja, nach Bamberg rein, Innenstadt, 4,8 Kilometer. Na, heute werde ich das nicht machen. Ich habe ja gestern schon eine schöne Innenstadt gehabt, in Kulmbach. Ja, und bei der Wärme heute jetzt schon 27 Grad und dann ist City da. Nee, heute nicht. Ich bin auch froh, wenn ich denn da in Sand angekommen bin. Ich will immer Stein sagen, Stein am Rhein, das gibt es ja auch. Und Sand am Main, Stein an Rhein, ist ja fast dasselbe, oder? Bloß ein bisschen weiter auseinander. Ja, okay. Ja, 22 Kilometer noch bis Stein, nein, bis Sand am Main. Ja, aber naja, Flussidylle ist vorbei, dann muss ich jetzt halt den großen Kanal hier nehmen, dem ich folgen kann. Da stand es angeschrieben, 384 Kilometer sind das doch nur noch. Ja, 758 habe ich jetzt. Ja, das ist schon eine Stange an Kilometern, aber die reiße ich jetzt locker noch ab, oder? Also, ich glaube schon. Ich fahre jetzt schon über Kilometer jetzt hier die B26 entlang. Der Radweg ist zwar gut, die Landschaft ist natürlich auch schön, aber immer direkt neben so einer vielbefahrenen Straße. Naja, was soll man machen? Ja, macht nicht jetzt den richtigen Spaß, aber wenigstens ist die Aussicht hier gut. Wie man sieht auf der anderen Seite von Main. Da oben ist auch die Autobahn. Also ist hier vielleicht noch ruhiger.
Das ging jetzt immer noch stupide an dieser Straße entlang. Ja, eigentlich nur zum Kilometer runterreißen. Aber jetzt hier bei Eltmann kommt man mal endlich mal wieder richtig ans Wasser. Richtig schön. Ja, und nur noch 6 Kilometer bis Stein. Nee, bis Sand. Jetzt bin ich hier kurz vor Sand. Ja, hier ist auch gleich der Campingplatz. Ja, gerade eben habe ich noch ein bisschen Wasserwings gehabt, aber jetzt war ich wieder viel an der Straße. Aber jetzt bin ich gleich am Campingplatz. Da werde ich mal nachfragen, ob die Plätze für mich haben. Das ist schon mal Plan A. Natürlich ging Plan A auf. Boah. Bin jetzt angekommen, aber es ist so warm hier. Boah. Aber ich habe mir jetzt ein Plätzchen hier unter dem Baum wieder ausgesucht. Boah. Ein bisschen Schatten ist. Ja, man darf hier überall zelten. Auf dieser Seite des Weges hier. Also Platz wäre reichlich hier. Ja. Man könnte sich sogar ein paar Äpfel nehmen. Also verhungern würde man hier sowieso nicht. Ja, ich bin eigentlich auch noch immer noch satt, aber ich werde jetzt erstmal Zelt aufbauen, hier so ein bisschen Stöckchen wegräumen. Oh, scheint wieder sehr hart zu sein. Die Stöckchen wegräumen und mein Zelt aufbauen. Ja, Stadt, oder bin ich ja gerade schon durchgefahren. Da brauche ich ja eigentlich nicht mehr hin, aber hier gibt es einen See. Vielleicht gehe ich da ja nachher nochmal hin. Oder baden, vielleicht, also es ist wirklich heiß. Ja, gerade eben auf der App geguckt, immer noch 27 Grad. Ja, und die nächsten Tage soll es sogar immer heißer werden. Also eigentlich nicht so richtig was für mich, aber naja, meckern will ich jetzt aber auch nicht. Also naja, ich werde erstmal aufbauen und dann werden wir weitersehen, was ich denn noch mache. Vielleicht mache ich auch gar nichts mehr, weil ich echt kaputt bin. Nicht von der Strecke, von den Höhenmetern, das war sowieso wieder nicht viel. Und eher von dieser Hitze. So, Zelt steht, ja, und nach getaner Arbeit kann ich mir doch jetzt auch einen Radler gönnen, mal wieder einen Gösser. Oh, das tut jetzt gut, es ist immer noch 26 Grad, deswegen ist das auch noch auf Durchzug gestellt. Ich muss auch noch einräumen. Naja, oh, der See, mal sehen, ob ich ihn gleich nochmal hingehe. Boah, aber diese Hitze heute ist echt schon heftig. Wir haben September 11., den 11., ja. Und es ist so warm und es soll noch viel wärmer werden. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja,
Dann erstmal Prost und mal sehen, was ich da noch mache. Boah, das tut gut. Sieht doch schön aus hier. Ich war echt begeistert von diesem Campingplatz. Hier ist jetzt noch ein Baggersee. Da liegt der Campingplatz direkt dran. Es ist ein wunderschöner Abend jetzt. Ein richtiger Sommerabend ist es geworden. Boah, es ist noch über 20 Grad jetzt. Es ist 7:15. Ich werde den Abend jetzt hier noch ausklingen lassen und den Tag noch ein bisschen Revue passieren. Ja, von Kulmbach ging es über den Mainzusammenfluss des Weißen und Roten Mains und dann immer weiter durch die Ortschaften, Kleinstädte, ja, nachher mehr an der Bundesstraße und ja, an der Landstraße. Aber man muss sagen, es ist ja ein bisschen mehr bewohnt hier, das merkt man schon. Ja, es war ja trotzdem schön. Dann habe ich da halt ein bisschen Gas gegeben, konnte ich ein bisschen mehr anderes genießen. Wenn man wieder mal am Fluss war oder wie hier, war man früh da, war da auch nicht, ist da auch nicht schlecht. So kann ich den Abend jetzt auch schön hier ausklingen lassen. Ja, es war echt eine schöne Strecke, gut ausgeschildert auf jeden Fall. Man kann es eigentlich kaum verfehlen. Ja, die Streckenführung, ja, kann man manchmal vielleicht mal ein bisschen wieder in Frage stellen, weil ich ja auch mal ein bisschen abgekürzt hatte. Ja, und die Strecke war auch nicht schlecht. Ja, und jetzt bin ich eigentlich wieder noch gut fit. Also es war ja nicht sehr anstrengend. Höhenmeter sind da nicht zusammengekommen. 115 Kilometer sind es wieder geworden. Ah, ja, das summiert sich. 107, glaube ich, waren es auf Navi denn. Naja, man ist ja jetzt auch noch einkaufen gefahren und hin und her. Und unterwegs nochmal hier und dahin. Ja, dann summiert sich das. Ja, die großen Highlights waren es jetzt heute vielleicht nicht. Ja, wäre ich nach Bamberg raufgefahren nochmal. Ja, in die Innenstadt. Aber ich hatte gestern ja eine tolle Innenstadt gehabt. Dann brauche ich Bamberg, kann ich mir noch aufsparen. Vielleicht mal, wenn man da wieder die Regen jetzt, also den Main-Donau-Kanal wieder hochfahren will. Oder irgendwie so, Bayreuth und so. Die Ecke. Ich komme bestimmt irgendwann nochmal wieder hierher. Es gibt ja auch noch andere Strecken hier. Also, ich bin begeistert, auch vom Campingplatz. Allein die Lage schon und riesen Zeltwiese, 10 Euro, Duschen extra, aber trotzdem alles sauber und alles da. Also, es passt schon. Ja, ich hoffe, es passt. Hat euch auch gepasst. Also mir, ich bin begeistert bis jetzt. Es alles flutscht, keine Panne, toi toi toi. Alles funktioniert. Fahrrad sieht natürlich wieder aus wie, naja. Ich habe es letztes Mal geputzt. Aber es sieht natürlich wieder sehr dreckig aus vom Staub. Das steht jetzt hier, weil ich noch ein paar Instagram-Fotos gemacht habe. Sieht doch richtig klasse aus so. Ja, ein sehr schöner Abend. Dass es eine Sommertour wird, hätte ich nicht gedacht. So gut waren die Aussichten nur auch nicht, als ich losfuhr. Da war sogar noch ein bisschen mehr Regen angesagt oder Schauerwetter mehr. Ja, dass ich so ein Glück habe. Naja, muss ja auch mal sein nach dem vielen Regen auf meiner anderen Strecke. Tour nicht mal unterwegs hatte, da was hatte ich da an Regen. So habe ich jetzt nochmal Sommer und Sonne im September. Ja, ich hoffe, es hat dann gefallen heute. Morgen geht es weiter, wieder ca. 100 Kilometer. Mal sehen, wo ich da lande. Es gibt da wieder mehrere Campingplätze. Und Plan A habe ich natürlich. Bis jetzt ist der immer aufgegangen. Ich hoffe, nächstes Mal auch. Dann ist das wieder eine schöne Station, wo ich ankomme. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Viel Spaß. Vielen Dank fürs Anschauen. Viel Spaß ist erst wieder morgen. Das Video endet hier. Ja, also danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin Moin oder wie man hier sagt. Servus.